Beste Unterhaltung mit Sport aus dem Studio K19 wünscht NOM Training und NOM Sportfood. Das Laufsportmagazin bei K19. Die Sportler, die Vereine, die Veranstalter. K19, mehr Sport aus Vorarlberg und der Region. Laufsport in Vorarlberg, das Thema, vielleicht ein bisschen Triathlon heute mit dabei. Und eventuell kommen wir ja aus Rad auch noch. Weil, Gernot Stoppel, du bist ja nicht nur Obmann des Hellblau Power Teams, sondern selber natürlich erfolgreicher Sportler. Du warst schon im Rad, im Wasser, überall schon unterwegs. Ja, also von der Sportart her alles, was mit Ausdauer zum Tor dann eigentlich schon gemacht. Mhm. Und ja, wie gesagt, der Verein vor 25 Jahren gegründet. Wahnsinn. Das ja, damals noch das Eco-Power-Team und seit 10 Jahren jetzt als Sponsor Hellblau und das Hellblau-Power-Team. Ja, euch kann eigentlich jeder mitmachen. Das heißt, wenn man Laufsport begeistert ist, dann nicht nur die Spitze, oder? Nein, also wir haben viele Breitensportler. Wir haben da einen Lauftreff, den wir jeden Donnerstag in Dornbirn durchführen, wo auch pro keine Vereinszugehörigkeitspflicht ist, wo einfach jeder mitlaufen kann. Und auch der, wo es halt den Tag, wo mehr machen wenn die kommt halt zum Verein. Wie viele Mitglieder habt ihr im Moment? Momentan 98. Das wäre jetzt mal was für uns, wenn hätten wir 100. Ja, wenn es uns gefallen würde. Du bist schon Halbmarathon gelaufen, Dieter Heidecker, zuständig beim Sparkasse 3-Länder-Marathon am Bodensee. Das ist genau richtig, sage. Und zum anderen natürlich Anlaufstelle in Hohenems, ist ja eigene Firma mittlerweile. Der 3-Länder-Marathon ist eine eigene Gesellschaft. Die, ja, das ist einfach ein relativ großes Volumen, das nicht zu unterschätzen ist. Und deshalb haben wir vor einigen Jahren eine eigene Gesellschaft gegründet mit tollen Gesellschaftern. Unter anderem der Firma Skinfit und der Sparkasse. Und das gibt uns natürlich auch eine tolle Basis, dass wir gut veranstalten können. 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittlerweile schon gemeldet, jetzt im März. Verheißt Gutes? Sind wir gut dran, ja, wir sind sehr zufrieden und es wird jetzt im März ordentlich rund gehen, weil per Ende März ist wieder so eine Preisschwelle. Und speziell unsere Freunde aus Deutschland, die sind da immer sehr, ich sage mal, fleißig und da wird es jetzt so richtig ordentlich abgehen, was die Anmeldungen betrifft. Aber rein von der Anzahl her sind wir sehr gut aufgestellt. Du hast immer etwas Besonderes vor. Du hast schon einen Athleten gehabt, der in die andere Richtung gelaufen ist, barfuß. Dieses Mal hast du uns die Krone mitgebracht. Was hat das auf sich? Eigentlich bin ich jetzt direkt von hier kommend, war ich in Lochau bei unserem Partnerseehotel am Kaiserstrand. Mhm. Und der hat heute die Partnerschaft verlängert. Ganz ein wichtiger Partner auch, weil es natürlich ein tolles Hotel ist. Aber auch die Strecke dort vorbei am Badehaus ist was ganz Spezielles. Und ich habe zu der Manuela, also mit unserer Ansprechpartnerin, gesagt, hättest du nicht etwas, was ich gerade mitnehmen könnte ins Studio? Und dann hat sie mir die Krone in die Hand gedrückt. Und deshalb ist es sie dabei. Schön, dass wir das da haben. Wenn man in Deutschland losläuft in Lindau, dann geht es einmal schon spektakulär über die Brücke. Dann wird abgebogen und das ist das Interessante beim Marathon auch, oder Halbmarathon, was man immer rennt. Da rennst du zuerst einmal an einer Lagerhalle vorbei und plötzlich bist du in den Schrebergärten mit drin, unglaublich viel Publikum, bis man dann nach Lochau kommt. Ja, also der Start alleinig ist schon sehr spektakulär. Es gibt nicht viele Marathons, die auf einer Insel starten. Und bei uns kommt man sogar noch mit dem Schiff zum Start. Und wenn man dann aufs Festland kommt, kommt eben genau diesen Abschnitt, den du gerade beschrieben hast. Und dann biegt man von Lochau auf die Pipeline direkt am Bodensee. Und kann da gerne sicher bestätigen, das ist etwas, was eine Gänsehaut wirklich verursacht. Und wir sind ein Sightseeing-Lauf, also ein Bilderbuchlauf. Und je weiter weg die Menschen kommen, und kommen ja aus 53 Ländern zu uns, umso mehr sind diese Bilder, die wir da produzieren und auch zeigen, auch dank euch, sind die, die um die Welt gehen und die auch in den Köpfen sind. Gernot Stoppel, du bist aus einer Sportlerfamilie. Deine Schwester Olympiateilnehmerin im Kunstturnen gewesen. Der Jürgen, dein Bruder, einer der schnellsten Zeiten im Marathon gelaufen, in Vorarlberg beim Wien-Marathon zum Beispiel. Ich glaube, da war sogar bester Österreicher. Deine Spezialdisziplin? Spezialdisziplinen eigentlich keine. Also, ja,
bei mir ist gerade im Triathlon Schwimmer, Radfahrer, Laufen. Ich bin eigentlich für Radfahrer die beste Disziplin. Und ja, beim Laufen natürlich auch als Marathon unter 3 Stunden. Und Wahnsinn. Ja, super, vielleicht schaffe ich es höher im Triathlon unter 3 Stunden laufen. Ja, cool. Das Ziel wäre es, aber. Ja. Aber so wie jetzt dein Bruder, der hat sich dann speziell auf den Marathon, glaube ich, konzentriert. Naja, er läuft eigentlich alles. Er ist jetzt aktuell bei der Crosslaufmeisterschaft im Bregenzer Wald wieder mitgelaufen und ist gerade knapp zweit geworden. Er hat den Zielsprint verloren, aber natürlich gegen die Turner, wo ja, fast die Enkel sein könnte. Mhm. Also er läuft so bei kurzer Distanz immer nach Top-Zeiten und ist sicher am schnellsten Land bei kurzer Strecke. Gut, der wohnt in Laternza, der ja, Höhentraining ist ganz anders. Ja, hat man der Zucki gerade auch erklärt. Also da kann man sich schon richtig einen Power holen. Ja. Er ist auch über 50, der Jürgen, aber ja, nach wie vor einer der schnellsten immer über die ja, langen Distanzen. Aber Verein, erzähl mal ein bisschen, wenn wir jetzt haben wir März, wie läuft da so eine Saison ab oder wo nimmt man jetzt überall teil? Ja, durch das, dass wir eigentlich durch alle Sportarten im Ausdauersport, also Laufsport, Triathlon, Duathlon, drin sind, ist das natürlich gemischt. Also wir, ja, wie du siehst, fängt natürlich jetzt die Saison an. Da fängt es dann mit Halbmarathon an und Berglauf, Triathlon, Duathlon, wir tun da eigentlich überall mit. Und ja, die ersten Siege hat sich, glaube ich, schon gegeben, die schnellste Krankenschwester Vorarlbergs, ja. Denise Neufert, Crosslauf-Serie, hat sie, glaube ich, schon abgeräumt. Ja. Ja, das ist irgendwie ein Punkt bei uns, das weiß nicht warum, aber irgendwie haben wir immer die schnellste Damen bei uns im Verein. Mhm. Also seit 25 Jahren eigentlich, dazu mal mit der Petra Sommer. Also die ist heute noch, läuft die am Berg. Aber jetzt hat sie Skibergsteigen entdeckt. Ja. Und ja, noch mit der Sabine Reiner und ja, Denise. Also wir haben bei den Damen eigentlich immer top Frauen dabei. Und, aber ja, wie gesagt, natürlich auch bei den Männern. Das jetzt ist es ja auch wichtig, dass man miteinander auskommt. Wenn man auch sieht, ihr seid immer eine super große Gruppe, immer ein Spaß dabei bei dem Ganzen. Also da erwartet auch jeder immer, wenn der nächste ins Ziel kommt am Schluss, hat man dann immer hellblau, naja, das Team da. Also nein, es ist ein Punkt, wir sagen einfach, wir betreiben den Sport als Freizeit und Freizeit muss Spaß machen. Und da gehört einfach auch das Gesellschaftliche dazu. Also wir ja, organisieren jedes Jahr irgendwo eine Veranstaltung. Wir sind in Portugal schon gewesen, auf einem Halbmarathon oder in Madrid letztes Jahr, wo immer so 20, 25 Leute mitkommt. Kommt jetzt auch wieder das Trainingslager auf Italien. Wenn es stattfindet, das weiß man ja noch nicht. Coronavirus jetzt rauskommt, ob man gut darf oder nicht. Und ja, das denke ich, wird auch bei einigen Veranstaltungen auf nächste Zeit sind Großveranstaltungen ein Thema sein. Dass der Halbmarathon da operiert werden, die haben ja Kinder absägen müssen, dass sie nicht an die 1000 Teilnehmergrenze reinkommen. Ja, könnte der Schweizer gar noch strenger werden, also da ist man mittlerweile schon am Reden, überhaupt alle Veranstaltungen auf Eis zu legen, im Moment. Das ist ja so ein Thema. Wenn man so eine Großveranstaltung macht, wie der Marathon jetzt zum Beispiel, jetzt ist es noch früh, aber wenn sie das länger ziehen würde, dann überlegen sie vielleicht viele teilzunehmen. Und auf der anderen Seite könnte man jemand, der möglicherweise infiziert ist, gar nicht teilnehmen lassen. Ja, ist ja ganz ein schwieriges Thema und man diskutiert es viel. Wir hätten jetzt gerade jetzt im April den Weltkongress von Ames gehabt in Georgien, den hat man gerade auch abgesagt. Tokio Marathon wurde abgesagt, da dürfen nur die Elite-Läufer laufen. Schwierig, ganz schwieriges Thema und sensibel. Und ich denke, wir werden alle sehr viel daraus lernen, auch für die Zukunft. Und jetzt hoffen wir, dass das bald vorbei ist. 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt schon, das heißt auch, dass es eine gute Veranstaltung sein muss, eine kontinuierliche. Ihr seid ausgezeichnet worden, unter anderem von einem Laufsportmagazin, als einer der besten Marathons überhaupt. Wir sind vor kurzem von einem US-Portal, Online-Laufportal, zu den 10 Läufen, die man einmal im Leben gelaufen haben muss, gewählt worden. Ist fast ein Ritterschlag. Und wir spüren sehr stark Zunahme auch von Teilnehmern aus weiter weg, sehr viel auch aus Asien.
die einfach sagen, das ist unglaublich, dass man mit bei einem Lauf durch Grenzen laufen kann, ohne dass man wirklich den Pass zeigen muss. Und das ist auch hier weiter weg, dass wir Werbung machen, ist das unser Asset. Und es ist ein toller Lauf. Und da sind wir halt kontinuierlich dran, diese ich sage mal, Eigenheiten auch wirklich herauszuarbeiten und uns so zu positionieren. Tja, unser Klemmmeer Sport aus Vorarlberg, da haben wir heute bei uns im Studio Gernot Stoppel, Obmann des Hellblau Power Teams, selber sehr erfolgreicher Sportler, und Dieter Heidecker, auch Sportler, aber vor allem auch zuständig für den Sparkasse Dreiländermarathon am Bodensee. Wien-Marathon, das sind so ganz große Events. Also da sind über 30.000 an einem Wochenende in Bewegung. Auch das ist natürlich irgendwas, was so einen Reiz hat. Ja, klar. Ich möchte Dieter und also Vorarlberg, der Dreiländermarathon, nicht eine Top-Veranstaltung. Ist auch vom Lauf her, auf der Strecke her, eine super Veranstaltung. Aber wie es halt immer ist, als Vorarlberger, hat klar. Man das jeden Tag. Ja. Und ist natürlich nicht so, als wenn so ein Asiat herkommt oder von so einem Ruhrgebiet da. Das ist natürlich ganz was anderes. Und der Wien-Marathon, das ist schon immer ein kleiner oder eben ein Berlin, Punkt, wo oder man Hamburg halt oder Frankfurt läuft. Und wir laufen zu Rot, weil es natürlich österreichische Meisterschaft ist. Aber wir haben dazu das erste Mal eine Familienstaffel. Das läuft in meinem Adler. Das erste Mal, die sind rennen Sie nicht um ganz die glücklich, Ohren, weil ich jetzt. Nein, ich habe gesagt, ich laufe den Marathon. Super. Und also, da laufe ich die erste Strecke als Staffelläufer. Und ich habe gesagt, ihr müsst es einfach schaffen, um mit mir bis mit das Ziel rennen. Aber ist ja auch eine tolle Herausforderung. Ja. Es gibt Schöneres, bitte. Also das kann man schon. Streifen ein bisschen Triathlon. Ihr habt ja im Verein auch einen Hawaii-Finisher zum Beispiel. Ja, wir haben einige im Verein, wo schon in Hawaii waren. Das ist natürlich immer der Klassiker im Triathlon-Sport, um das einmal zu schaffen. Und das ist einfach das Ziel im Triathlon, dass man in Hawaii gewesen sein muss. Für mich war das eigentlich nie das Ziel im Triathlon. Ich habe vor 7 Jahren die Qualifikation zwar geschafft, habe aber gesehen, mich interessiert Hawaii nicht. Ich war dort die Zuschauer einmal. Und ihr seht da alleine durch die Pampa rennen, das ist ja. Ich habe lieber so eine Veranstaltung wie ein Dreiländermarathon, wo man durch eine Stadt durchrennt und als wir da irgendwo in die Wüste aussehen. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt so die Vereine im Vorarlberg hernimmt, die Vereinsszene ist eigentlich eine sehr gute, also wie Bludens, OLC Bludens zum Beispiel, oder wenn man da im Wald läuft, der Verein, also da gibt es schon etliche Vereine, wo sehr viel machen. Mhm. Ja, klar. Also der Laufsport ist in Vorarlberg sehr gewaltig gestiegen. Viel der Bewegung und natürlich die letzten 3-4 Jahre schon der Verein im Wald läuft gemacht, weil die einfach extrem präsent sind auf der Wettkampf. Die haben bei allen Veranstaltungen, die bei uns im Land sind, haben die 20 Teilnehmer aufwärts. Und das bringt einfach keinen anderen Verein zusammen. Da kommen wir teilweise jetzt noch mitmischt. Jetzt bei der Großlauf haben wir fast 30 Teilnehmer auf unserem Verein. Aber sonst allgemein bei Veranstaltungen in Vorarlberg ist im Wald läuft der vorgebende Verein. Event gibt es ja viele. Ja. Also man könnte mal ab und Frühjahr fast jedes Wochenende irgendwo in Vorarlberg im Wettkampf laufen. Von den Vereinen ist man zum Teil auch abhängig und man hat ein bisschen auch auf die Vereine dann geschaut. Früher waren es vor allem Athleten aus den bekannten Laufmetropolen, ist egal, ob es Eritreer waren oder Kenianer, die vor allem auch den Marathon beherrscht haben. Übrigens, mittlerweile ist es so, dass man auf das Regionale setzt. Egal, ob gute, schnelle Schweizer im Halbmarathon oder eben im Marathon, hat man Vorarlberg in Sandra Urach zum Beispiel, da schaut man drauf. Zum einen, zuerst danke den vielen, vielen Vereinen aus Vorarlberg, weil die helfen uns auch alle. An der Strecke, wir haben über 700 freiwillige Helfer und viele kommen aus den Laufvereinen, ohne die würde es nicht gehen. Und wir haben vor ein paar Jahren entschieden, einfach unseren Fokus auch bei den Spitzen auf die ausführenden Länder, sprich Österreich, Deutschland, Schweiz inklusive Liechtenstein zu legen und haben uns getraut zu kommunizieren, dass Preisgelder nur noch an Teilnehmer aus diesen Ländern
ausgeschüttet werden. Und natürlich haben dann die anderen Länder prompt ausgelassen. Nicht, dass wir die Menschen, die da laufen, nicht schätzen würden, im Gegenteil. Aber wir wollten einfach einmal den Teilnehmern aus diesen Ländern die Möglichkeit bieten, auch wirklich vorne am Schaufenster zu stehen, an erster Stelle zu stehen und ihre Leistungen auch entsprechend würdigen. Und das ist uns gelungen und das behalten wir auch bei. Es geht im April los mit Blue Dance Live, das ist so der Auftakt. Absolut. Und dann geht es auch mit der Promotion natürlich für den Marathon. Ganz wichtig, Webseite. www.sparkasse-3-länder-marathon.at, also Sparkasse der Ländermarathon.at. Und bei uns geht es auch schon rund. Ja? Also immer wieder sieht man, was so aktuell ist. Und wir starten dann im Mai auch mit unseren Laufgruppen, mit Lauftraining, mit Aufbau von 0 auf 42. Und es soll einfach das ganze Jahr Laufen ein Thema sein. Gibt es wieder was Besonderes im Umfeld? Dann? Es wird das eine oder andere Besondere geben. Was wir heuer wieder eingeführt haben, nach einigen Jahren Pause, ist der Staffelmarathon. Also, dass man zu viert den Marathon, also die Königsdisziplin, absolviert. Und da ist für jeden eine Distanz dabei. Wir fangen von natürlich in Lindau an bis Bregenz, das sind 10 Kilometer. Der zweite läuft dann von Bregenz bis nach Hart, das sind nur und Anführungszeichen 7 Kilometer. Der dritte läuft von Hart nach St. Margrethen, 9. Und dann die letzte, der Schlussläufer, hat 16 Kilometer von St. Margrethen bis ins Ziel. Aber da kann man eine tolle Staffel zusammenstellen und unser Ziel ist auch, dass dann alle vier gemeinsam, also dass die anderen drei auf den Schlussläufer im Ziel warten und gemeinsam ins Ziel laufen. Wow, das ist schön. Ja? Wird übrigens meine allerletzte Marathon-Moderation nach 100 Jahren, glaube ich. Leider. Das wird dann noch ein schöner Abschied werden. Naja. Bludenz läuft bei euch natürlich wahrscheinlich ein Thema oder wo, ja, sind Sie hier dabei, oder? Ja, Bludenz läuft ist einfach die Startveranstaltung. Die offizielle, weil das mit der Vorarlberger Meisterschaft genau anfängt. Halbmarathon, und das ist für viele natürlich ein Punkt zum die Saison starten und nachher geht es dann weitere Jahre noch. Die ganze Meisterschaft und Bludenz läuft, das ist einfach eine tolle Veranstaltung. Und, ja. Danke, Gernot, wir sehen uns spätestens in Bludenz. Ja. Dieter, wir auch. Spätestens. Allerspätestens. In der nächsten Ausgabe unseres Laufsportmagazins freuen wir uns auf die Sarah von W3 und auf Richie Vöger, der mit Bludenz läuft einen absoluten Volltreffer im Oberland präsentieren kann. Also, wir sehen uns. Das Laufsportmagazin bei K19. Die Sportler, die Vereine, die Veranstalter. K19, mehr Sport aus Vorarlberg und der Region.